Es ist mal wieder Zeit für ein Q&A. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Q&A. Ja, wie lange ist es her, dass ich mein letztes Q&A gefilmt habe? Ich glaube, also mindestens 3 Monate, wenn nicht sogar mehr. Ja, und ich dachte, jetzt ist mal wieder Zeit. Ich habe eine Fragebox auf Instagram gepostet in meiner Story und ihr habt mir wieder einige auch sehr interessante Fragen gestellt. Also ich bin sehr gespannt, euch diese zu beantworten und ich werde natürlich jede beantworten. Habt da keine spezifische Reihenfolge, einfach chronologisch, wie sie reinkamen. Und erstmal möchte ich mich bei euch bedanken auf eure vielen Reaktionen auf mein Video, wo ich erzähle, dass ich 3 Monate arbeitssuchend war und ja, jetzt einen neuen Job habe. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten auf Instagram, die ganzen Reaktionen. Ich kam immer noch nicht dazu, alle Kommentare unter dem YouTube-Video zu beantworten. Ich verspreche euch, das mache ich noch. Ich habe die nächsten paar Tage Zeit im Zug. Ich fahre nämlich morgen, also heute ist Freitag nach der Arbeit, morgen fahre ich nämlich morgen sehr, sehr früh nach Deutschland und fahre am Sonntag wieder zurück und habe dann sehr viel Zeit im Zug, mich um solche Sachen zu kümmern. Also versprochen, ich werde auf jeden Fall auf jeden Kommentar noch reagieren und euch auch noch eine, also schulde euch auf jeden Kommentar noch eine Antwort. Also nicht muss, aber ich möchte euch gerne darauf antworten, weil ich so krass überwältigt war, wie positiv ihr einfach reagiert habt auf das Video. Und ja, ich bin echt froh, so eine tolle Community zu haben. Also an der Stelle vielen, vielen Dank nochmal hier in diesem Video. Ja, und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und mich noch gar nicht kennt, also ich bin Moni, 31 Jahre alt, wohne in Zürich in der Schweiz und ja, bei mir findet man hauptsächlich Disneyland Paris Content, aber auch andere Freizeitparks, wie zum Beispiel nächste Woche, da komme ich dann nochmal am Ende zu, was so geplant ist. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Das supportet, also damit supportet ihr meinen Kanal. Und ja, er wächst peu à peu und ich bin froh über jeden neuen Abonnenten. Also ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Q&A, weil es sind einige Fragen und ich kenne mich. Ich quatsche immer sehr, sehr viel und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Wie gesagt, fangen wir chronologisch an. Und die erste Frage, die ihr mir gestellt habt, kann man im Disneyland Paris auch irgendwo Minnie treffen? In der App steht sie ja nicht drinnen. Ja, kann man aktuell, aber es ist halt nicht ausgewiesen, um wie viel Uhr. Und es kann Minnie sein, aber es kann zum Beispiel auch Chip and Dale sein. Also, wenn ihr im Frontierland seid, da haben wir auch Goofy getroffen in dem Vlog am Sonntag. Ganz hinten im Frontierland, wo ihr auch das Theater findet für Lion King, neben Cowboy Cookout. Nehmen wir schnell ins Restaurant. Da ist in der Ecke ein Meet and Greet. Und da könnt ihr Minnie und Pluto treffen zusammen oder auch nur Minnie. Oder halt Chip and Dale in deren Cowboy-Outfits. Also Minnie hat auch so eine Art Cowboy-Outfit an. Es ist nicht das gepunktete Kleid. Genau. Also da könnt ihr Minnie antreffen. Es kann aber auch Chip and Dale sein. Wir wollten ja tatsächlich Chip and Dale treffen an dem Tag, weil ich gerne ihre neuen Outfits sehen wollte. Aber uns wurde gesagt, ja, sie können entweder wahrscheinlich später kommen. Aber wie gesagt, die Zeit ist nicht ausgewiesen. Da kann ich euch empfehlen, Twitter, DLP Report oder ED92, also ED92, denen zu folgen, denn die posten immer, welche Charaktere draußen sind. Und da sieht man dann, ob Minnie da draußen ist oder man muss halt nachmittags oder gegen Mittag mal da ins Frontierland laufen und gucken, weil viel ist da auch nicht immer los, das ist auch so ein Tipp, bei den Charakteren ganz hinten, ja, weil da so wenig Leute halt hinkommen, außer für die Lion King Show. Also Minnie kann man antreffen ganz hinten im Frontierland. Welches Budget hast du im Monat für Merch? Ich habe kein Budget. Das ist tatsächlich so. Also ich habe bis jetzt mir, klar, wenn ich jetzt, ich würde jetzt nicht 3000 Euro oder Franken im Monat für Merch ausgeben, aber ich habe da kein Limit. Also wenn mir was im Monat gefällt, dann kaufe ich es mir und mal ist es mehr, mal ist es weniger. Das seht ihr in den Hauls. Aber ja, um ehrlich zu sein, ich habe kein Budget für Merch.
Wie geht's dir in deinem neuen Job? Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Also bisher bin ich sehr zufrieden mit dem neuen Job. Ich werde gut eingearbeitet. Es sind jetzt 2 Wochen vergangen, genau. Und ja, es steht sehr viel an. Ich habe sehr viele Trainings und ja, bekomme so ein Gefühl dafür, was ich in den nächsten Wochen und Monaten machen muss. Man muss sich auch erstmal einlernen. Das Thema verstehen und aber die Kollegen sind super nett, für mich sehr willkommen und ja, in meiner Instagram-Story seht ihr auch, was für eine geile Aussicht ich habe. Also ich gucke einfach aufs Rollfeld und auf die Startbahn und ja, manchmal werde ich auch ein bisschen abgelenkt dadurch, aber es ist einfach richtig, also es ist genau, was ich mir so ein bisschen auch erträumt habe früher. Ich habe ja Aviation Management studiert. Und es war immer so mein Traum, so mit Flugzeugen zu arbeiten oder Flugzeuge zu sehen und so. Und ja, jetzt habe ich die Möglichkeit wieder bekommen, zurück in die Branche zu kommen. Und ja, bin bisher ganz, ganz happy und verstehe mich auch sehr gut mit meiner Chefin. Ja, also gute Voraussetzungen, dass es weiterhin positiv läuft. Magst du es, angesprochen zu werden, wenn man dich in den Parks mal sieht? Auf jeden Fall. Also wir werden des Öfteren mal angesprochen und ja, scheut euch nicht, wenn ihr uns seht und nicht so irgendwie so komisch heimlich Fotos von uns machen oder ja, irgendwie komisch an uns vorbeilaufen. Also traut euch, wenn ihr uns ansprechen möchtet natürlich. Ne? Also wenn ihr uns seht und ansprechen möchtet, sind wir immer offen für ein kleines Gespräch. Wir beißen nicht. Wenn ihr Fotos wollt, natürlich auch sehr offen, immer ein Foto zu machen mit euch. Also wie gesagt, wir sind sehr, sehr happy, wenn ihr uns in dem Park seht, ansprecht. Und ja, ich freue mich auch mal zu sehen, wer dann so meine Videos guckt. Es ist tatsächlich so interessant zu sehen, was für eine Vielfalt an Menschen meine Videos gucken. Und ja, da bin ich mal sehr, sehr happy. Und ja, also ja, ich habe kein Problem damit, angesprochen zu werden in den Parks. Ich wiege nach jedem DLP-Besuch 2 Kilo mehr und muss echt aufpassen. Wie hältst du dich so fit und schlank? Die Frage fand ich sehr interessant. Ja, wie halte ich mich fit und schlank? Also ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt nicht super schlank. Aber ich muss sagen, ja, in den letzten Jahren halte ich eigentlich schon immer so eine Art, so mal plus, mal minus ein paar Kilo, wie ich mich so fit und schlank. Also ich muss jetzt sagen, im Disneyland Paris esse ich jetzt gar nicht so viel. Es kommt natürlich drauf an, wann wir da sind. Ne? Es gab zum Beispiel den 30. Geburtstag, den Start. Da haben wir die Snacks probiert und die Restaurants. Und da, ich weiß noch, den einen Abend, abends im Hyperion, wollten wir unbedingt noch das neue Burger-Menü testen. Zum 30. Und uns war einfach so schlecht. Also es gibt auch so Tage. Aber normalerweise frühstücke ich halt fast gar nicht in den Parks. Vielleicht habe ich mal eine Banane dabei oder irgendwie so ein Müsli-Riegel oder ein Smoothie. Ja, und dann halt essen wir meistens einmal warm. Also jetzt zum Beispiel am Sonntag im Plaza Garden, dann hole ich mir noch irgendwie abends Popcorn oder so. Aber ich finde jetzt nicht, dass ich übermäßig meistens viel im Park esse. Wie ich mich ansonsten fit halte, ich versuche mich, da ich habe schon immer Bürojobs gehabt. Und dieses ständige Sitzen ist natürlich nicht gut für die Fitness. Es ist, wie es ist. Wo ich in Deutschland noch gearbeitet habe, war ich ja auch viel im Homeoffice. Da habe ich immer versucht, mittags spazieren zu gehen. Das habe ich jetzt auch versucht, hier die 3 Monate, wo ich zu Hause war, auch versucht rauszugehen. Wenn das Wetter natürlich erlaubt, spazieren zu gehen, mich zu bewegen. Genau, dann mache ich, wenn die Zeit es erlaubt, die letzten paar Tage hatte ich jetzt dafür leider keine Zeit, aber das mache ich gleich nach dem Video. Hula Hoop mache ich ganz gerne. Habe hier einen Hula Hoop-Reifen, auch in Deutschland noch einen Hula Hoop-Reifen. Dann mache ich mal so eine halbe Stunde Hula Hoop beim Fernsehen gucken oder Fragen beantworten oder Kommentare beantworten auf YouTube. Und ich versuche, was mir mal weniger gelingt, Gymondo zu machen. Also ich habe da so 20 bis 30 Minuten Workouts und aktuell die letzten 3 Tage habe ich es geschafft vor der Arbeit. Das heißt, ich stehe mal um 6 Uhr auf, mache dann mein Workout, knapp eine halbe Stunde und dann mache ich mich fertig für die Arbeit und verlasse dann das Haus gegen 7:30. Das klappt ganz gut.
Es kommt darauf an, wann ich es halt mache. Also zum Beispiel jetzt am Montag, wo ich aus, also am Sonntag bin ich aus dem Disneyland gekommen, am Montag hätte ich dafür, da war ich dazu, sowas bin ich dann nicht in der Lage, nach so einem krassen Wochenende mit wenig Schlaf, viel Bewegung, da schaffe ich es am Montag auch nicht, dann irgendwie mich noch sportlich zu betätigen. Also da mache ich auch gar nichts, da bin ich froh, dann im Büro zu sitzen. Aber dann am Dienstag habe ich versucht, morgens früher aufzustehen, Gymondo zu machen, abends dann eigentlich Hula-Hoop, aber das hat jetzt in den letzten Tagen nicht so geklappt. Ja, und versuche mich halt auch vielleicht in der Mittagspause mal zu bewegen. Tatsächlich würde ich gerne im Sommer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Also, ja, mal gucken, wie lange ich das durchhalte und mitmache. Aber das wäre tatsächlich echt eine coole Option, im Sommer sich aber ein bisschen mehr fit zu halten. Aber wie gesagt, so viel mache ich gar nicht. Achso, was ich noch mache, ist Intervallfasten. Nicht am Wochenende, wenn ich unterwegs bin, dann geht das auch nicht. Aber unter der Woche versuche ich Intervallfasten zu machen, so gut es geht, mal mehr, mal weniger. 16 Stunden nicht zu essen und 8 Stunden zu essen. Wie gesagt, mal mehr, mal weniger. Zu Hause geht das bei mir ganz gut, diese 16 zu 8, wenn ich zu Hause arbeite oder zu Hause bin. Weil mir irgendwie, keine Ahnung, fällt mir einfacher. Und im Büro esse ich dann halt schon spätestens zum Frühstück so zwischen 9 und halb 10, manchmal um 10. Also da komme ich nicht ganz auf die 16 Stunden. Aber wie gesagt, versuche trotzdem dieses Intervallfasten einigermaßen auszuhalten. Das mache ich jetzt schon seit Jahren. Wie gesagt, außer am Wochenende, wenn wir unterwegs sind in den Parks, dann halte ich mich nicht dran. Aber sonst, wie gesagt, mache ich dieses Intervallfasten. Und das ist ja keine Diät sozusagen, sondern das ist ein Lebensstil, den man dann umsetzt. Und ja, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Wann seid ihr wieder im Disneyland? Ja, oft wird uns immer ganz, ganz oft gestellt die Frage, wann sind wir denn wieder im Disneyland? Ja, also wir sind einmal als komplette Truppe, also Daniel, Sven, Brina und ich, am 28. Mai, nur einen Tag, im Disneyland Paris. Wo wir die anderen Tage sind, verrate ich euch vielleicht am Ende, mal gucken. Auf jeden Fall bleiben wir im Umkreis von Paris und es ist auch ein Freizeitpark dabei, den wir bisher noch nie besucht haben. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, Daniel auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob Prina da schon mal war. Und dann waren wir noch eine andere Sache, die ich vor ein paar Monaten schon mal gemacht habe, in einer anderen Stadt. Und das habe ich auch in dem Video schon angekündigt, dass wir das mit Prina machen werden. Und jetzt sind auch noch Sven und Daniel dabei, also da freue ich mich sehr. Hat nichts mit Disney zu tun. Andere Leidenschaft von mir. Also ihr könnt das jetzt vielleicht bisschen puzzeln zu denken, was wir dann machen werden an Pfingsten. Das ist ein Pfingstwochenende. Wir haben nämlich auch Pfingstmontag hier frei. Und dann sind Brina und ich wieder vom 16. bis zum 18. im Park, weil am 17., also Juni, weil am 17. Juni ist ja die Pride. Und, oder ist das der 17.? Ich glaube, das ist... Ja, ich glaube, es ist 16. bis 18. Also auf jeden Fall das Wochenende von der Pride. Da sind Brina und ich dann zusammen unterwegs im Park. Werden am Samstag mit den Prinzessinnen frühstücken. Da gibt es ja das Prinzessinnenfrühstück. Und am Sonntag gehen wir zum Beispiel ins Agrabah-Café essen. Ja, da haben wir schon geplant. Und danach sind wir im Juli, das steht auch schon fest. Ich habe aber das Datum gerade nicht im Kopf. Es ist, glaube ich, das zweite Juli-Wochenende. 7., 8., 9., glaube ich, Juli. Denn da haben wir auch was anderes gebucht. Da sind wir an dem Samstag auch nicht, also nur wahrscheinlich abends im Disneyland Paris erst. Denn da machen wir noch was anderes Tolles. Hat mit Disney zu tun. Ja, genau. Und Disney 100. Also vielleicht kannst du eine oder andere sich ja dann schon denken. August haben wir noch nicht gebucht oder geplant. Wahrscheinlich vielleicht das letzte Wochenende im August, weil da wahrscheinlich, also ist noch nicht angekündigt, ne, nichts irgendwie fest, weil wahrscheinlich immer die letzten zwei Jahre war es so, die Princess Celebration in dieser letzten Woche vom August ist. Aber wie gesagt, im August haben wir noch nichts geplant. September steht, glaube ich, fest. Ja, September steht auf jeden Fall fest. Und Oktober steht auch fest. November eigentlich für mich auch. Und Dezember noch nicht. Ja, also September, Oktober, November ist auf jeden Fall bisher schon was fix. Da habe ich auch schon den TGV gebucht und so weiter. Weil wenn man den so früh bucht, also so weit im Voraus, dann ist er relativ günstig. Dann fahre ich auch den TGV, weil viele fragen mich auch, warum fährst du nicht mit dem Zug? Warum fliegst du immer? Ja, ich würde auch den Zug nehmen. Ich nehme immer das Günstigste. Also ich bin immer da, gucke auf die Kosten. Und der TGV ist manchmal 100, 200 Euro teurer als der Flug. Und dann nehme ich natürlich den Flug anstatt den TGV. Aber wenn man im Voraus bucht,
ist der TGV relativ günstig und das habe ich für die nächsten geplanten Trips schon gemacht. Ja, also so viel dazu. Ich sag's euch ja, ich quatsch mich dann immer im Kopf und Kragen. Gibt es in der Nähe vom Disneyland auch ein Disney Shopping Outlet? Also ihr meint wahrscheinlich so wie in Orlando, dass es da so die Warehouse Factory oder Warehouse, Character Warehouse gibt. Nein, gibt es leider nicht im Disneyland Paris oder im Disneyland im Umkreis. Es gibt da kein Disney Outlet. Es gibt den Primark, der ist im Val de Robben Einkaufszentrum. Es gibt auch generell so eine Shoppingmeile, wo auch viele Marken so eine Art Outlet haben, aber nicht Disney selbst. Wie ist die Chance, spontan einen Tisch im Plaza zu bekommen, obwohl es in der App nicht verfügbar ist? Also ich glaube, die Chancen stehen sehr, sehr hoch. Also wir waren ja am Sonntag da und wir haben auch in der App geguckt. Es waren keine Plätze frei um 12 Uhr, aber als wir im Restaurant dann waren, waren so viele Plätze frei. Wir sind ohne Reservierung ganz klar reingekommen. Die warten halt immer 15 Minuten. Also die kommen nicht direkt um 12 Uhr rein, sondern um 12.15 Uhr, weil nach 15 Minuten verfallen ja eure Reservierungen und dann können die halt andere Gäste aufnehmen. Also ich würde sagen, im Plaza Gardens ist die Chance über 90%, dass ihr einen Platz bekommt. Also kommt auf einen jetzt auch, ob es mit den Charakteren ist, also abends oder zum Frühstück. Frühstück würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass ihr da einen Platz bekommt. Aber mittags, wenn ihr im Plaza Gardens essen wollt, ist eure Chance sehr, sehr hoch, da einen Platz zu bekommen. Disney-Tattoo oder andere Tattoos? Auch interessant. Aktuell habe ich keine Tattoos, gar keine. Bin aber immer hin und her überlegen, weil ich sehr gerne ein Mickey-Tattoo hätte. Vielleicht hier so am Arm, also oder hier, also eher doch hier, weil ich hier immer meine Uhr trage, damit man sich sehen. Vielleicht hier, aber wirklich nur so ein Mickey-Shape, gar nichts Wildes, weil ich nicht der Tattoo-Fan bin. Ich finde es schön bei anderen, aber ich weiß nicht, ich kann es mir dann irgendwie nicht so bei mir vorstellen. Und ich würde gerne von Shari tätowiert, das weiß ich gar nicht, aber ich würde gerne von Shari tätowiert werden, weil sie ist ja Tätowiererin von dem Sei hier Gast Podcast. Ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt Shari und Pari. Shari the Who heißt sie, glaube ich, ihr Tattoo Instagram-Account, also könnt ihr da unbezahlte Werbung mal gucken. Und sie macht halt so filigrane Tattoos. Das Problem ist, sie wohnt in Berlin und hat ihr Tattoo-Studio in Berlin. Das heißt, ich bräuchte einen Termin und müsste nach Berlin reisen für mein Tattoo. Also wie gesagt, kann ich das auch hier machen. Aber irgendwie fände ich es cool, wenn so von Disney-Fan zu Disney-Fan. Und ich würde sie auch gerne mal persönlich kennenlernen, weil dazu kam er auch noch nicht. Und ja, deswegen würde ich mich gerne mal von Shari tätowieren lassen. Mit so Mickey-Shape, also ganz einfach nur so ein ganz filigran. Das Schloss so fände ich auch ganz cool. So die Silhouette, so als vielleicht als Herzschlag oder so. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit einem an. ja, also nein, aktuell kein Tattoo. Und aber ich, wie gesagt, würde mich gerne mal von Shari tätowieren lassen. Wenn ich irgendwann mal wenn irgendwann geplant ist Berlin, dann würde ich sie mal anschreiben und fragen, hey, hast du da einen Termin zufällig frei? Ja, wenn sie das Video guckt, dann liebe Grüße. wie haben Brina, Daniel und du euch kennengelernt? Ja, das ist auch eine oft gestellte Frage in den Q&As. Wir haben uns ganz normal über Instagram kennengelernt. Also ganz normal. Wir haben uns einfach über Instagram kennengelernt. Wir haben uns, glaube ich, gegenseitig, sind wir einfach uns irgendwann gefolgt und haben dann geguckt, was der andere macht. Dann habe ich auch mal mit Daniel mal geschrieben. Und das erste Mal Daniel habe ich am 26. Oktober 2019 live gesehen. Das weiß ich genau, weil es ist ein Tag vor dem Jahrestag mit meinem Freund. Und ja, wir haben zusammen für den Phantom Männerschlüssel angestanden. Er hat mich sozusagen in die Schlange mit reingenommen, so ganz illegal. Das heißt, da habe ich Daniel zum ersten Mal kennengelernt, also so privat. Brina habe ich mal auf der Glow zufällig gesehen in Stuttgart und dann beim Phantom Männer Reopening Event. Da habe ich sie, glaube ich, zum ersten Mal live gesehen, aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wie gesagt, wir haben vorher geschrieben und wir kannten uns auch. Und ja, und dann war ja die Disney-Community also so schon einmal mal enger zusammen und dann haben wir uns auch immer mal im Park getroffen. Und ja, und dann kam Corona, wie wir alle wissen. Und irgendwie durch Corona sind wir noch enger zusammengeschweißt. Also wir haben dann immer während Corona abends, fast jeden Abend haben wir telefoniert, gequatscht über Gott und die Welt. Und ja, so sind wir uns halt näher gekommen. Und ja, es ist immer noch so. Darüber freue ich mich wirklich sehr,
dass wir immer noch so eng sind und so eine tolle Freundschaft führen. Also an der Stelle an euch vielen Dank für eure Freundschaft. Ich bin ja nicht so der Gefühlsmensch, aber an der Stelle kann ich es ja mal sagen. Ja, also ich bin froh, euch zu haben, und ja, so haben wir uns kennengelernt. Also einfach über Instagram. Es kann passieren, wenn, traut euch einfach, die Menschen anzuschreiben, und daraus können tolle Freundschaften entstehen. Wie kam es dazu, dass du so ein großer Disney-Fan geworden bist? Ja, ich war eigentlich schon immer Disney-Fan. Also wenn man so Babyfotos von mir sieht, habe ich schon immer irgendwie ein Mickey-Maus-Handtuch oder Minnie-Maus-Handtuch gehabt und war ich schon immer ein sehr, sehr großer Disney-Fan. Mir wurde aber, also es gab leider früher die Möglichkeit nicht als Kind, dass ich ins Disneyland fahre, weil die finanziellen Mittel halt früher gefehlt haben bei meinen Eltern. Und ja, deswegen gab es bei mir nie Disneyland. Aber es war schon immer ein großer Disney-Fan, habe die Disney-Filme geliebt und ja, also Disney-Fan war ich schon immer. Und das erste Mal im Disneyland war ich dann Dezember 2017, da war ich mit meiner Mutter das zweite Mal da. Das erste Mal war, da war ich vor 10 Jahren, das war 2013, Januar 2013. Damals mit meinem Ex-Freund, der hat das mir geschenkt. So, das war das erste Mal, dass ich da war, und dann war ich mit meiner Mama 2017 da im Dezember, und dann hat es echt so richtig ganz schlimm angefangen. Dann ist es so richtig zu einer Sucht geworden. Meine Mutter dachte so, ja, jetzt waren wir einmal da, es ist jetzt auch gut, ne, hab mein Häkchen abgehakt, so als Kindheits, aber nee, es wurde immer schlimmer. Was würdest du gerne am Disneyland ändern? Dass es ein bisschen organisierter ist, vielleicht so bei den Events, obwohl das letzte Jahreskarten-Event ja schon gut war, aber so generell so Organisation finde ich nicht so. Dann das Ganze, dass es mal ein bisschen digitalisierter wird, also ein bisschen alles mehr online. Also, dass man die Jahreskarte online verlängern kann oder beantragen kann, also vor allem verlängern. Gut, das kann man schon, aber es funktioniert auch nicht immer. Dass man Freundestickets online reservieren kann und auch bezahlen kann und nicht dann morgens zu dieser Kasse muss, um die abzuholen. Ja, also ich würde viel mehr digitalisieren. Da sind sie aber auch dran. Sieht man ja auch. Ansonsten würde ich die Reservierungen abschaffen und ja, vielleicht mal eine neue Attraktion aufbauen im Disneyland Park. So zum Beispiel Mickey's Runaway Railway. Ja, sowas würde ich am Disneyland ändern. Ja. Ja, ich glaube, das war's. Was mir so einfällt. Was fehlt dir im Disneyland? Was fehlt mir im Disneyland? Ein paar mehr Fotopassfotografen wie in Walt Disney World fände ich ganz cool. Mehr Food-Möglichkeiten, also Essensmöglichkeiten, also mehr Variation, das Wort, was mir gefehlt hat. Mehr Essensvariation. Ja, ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit Disneyland Paris. Also ja, wir meckern manchmal über Preise oder Food, also Essensqualität, aber ja. Wir meckern viel, aber lieben es trotzdem. Die nächste Frage ist auch sehr witzig. Wie kam es zu dem Gerücht, dass zwischen Daniel und dir was läuft? Boah, keine Ahnung, wie das Gerücht kam. Es kam auf einmal irgendwann immer Fragen, ob Daniel und ich ein Paar sind auf Instagram von verschiedenen Leuten. Daniel hat die Frage bekommen, ich habe die öfter die Frage bekommen. Und ja, weil wir uns halt, also wir sind ja sehr oft zusammen unterwegs. Wir schlafen ja auch in einem Zimmer. Und ja, sind auch schon, also ne, zum Beispiel jetzt bei unserer Sing-Szene, bei unserer YouTube-Challenge, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da sind wir uns natürlich auch sehr nah gekommen. Ne? Also das ist halt, könnte man aus Außenstehender, der uns nicht gut kennt, natürlich also meinen, dass wir ein Paar sind, die uns noch nicht länger folgen. Kann ich natürlich auch nachvollziehen. Ja, deswegen kam immer öfter mal die Frage, ob wir ein Paar sind. Und über unseren letzten Trip haben wir es ein bisschen manchmal auf die Spitze getrieben. Da haben wir halt dieses On-Ride-Foto bei Pirates, wo wir uns so tun, als würden wir uns küssen, oder ja, bei dem Gesinge, dass wir uns am Ende so eine Art Kuss geben. Also ist noch nie was gelaufen zwischen mir und Daniel. Es ist eine rein freundschaftliche Basis, ja. Wie siehst du dein Leben in 10 Jahren? Auch sehr interessante Frage. Wie sehe ich mein Leben in 10 Jahren? Also ich denke, dass ich weiterhin in der Schweiz sein werde, weil mein Freund nicht beabsichtigt, zurück nach Deutschland zu gehen. Also wir würden uns trennen, aber das so absichtlich gehe ich jetzt auch nicht.
Ich hoffe, dass ich weiterhin YouTube mache oder ähnliches, wenn es das irgendwann abgelöst wird und halt eine neue Plattform, keine Ahnung. Weil mir macht das wirklich sehr, sehr viel Spaß als Hobby. Vielleicht kann ich es irgendwann beruflich machen, aber das ist jetzt noch nicht so beabsichtigt oder geplant. Ansonsten hoffe ich, dass ich in 10 Jahren eine Familie habe. Das würde mich schon sehr freuen. Mal gucken, was die Natur und die Zukunft so bringt. Das sehen wir dann noch. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass ich gesund bin, dass meine Eltern noch lange leben und dass ich noch viel von ihnen habe. Ja, ansonsten würde ich mich einfach über glücklich sein, Freunde, die ich jetzt habe, dann immer noch da sind. Ja, so stelle ich mein Leben in 10 Jahren vor. Vielleicht, dass ich mit meinen Kindern dann die Parks bereise und wie gesagt, immer noch aktiv euch dabei mitnehmen kann. Ja. Welchen Freizeitpark in Deutschland kannst du besonders empfehlen? Also mein Herz in Deutschland, würde ich sagen, hängt schon sehr am Phantasialand. Das ist so mein Kinderpark. Ich wohne ja in der Nähe vom Phantasialand, also eine Stunde entfernt. Und das war so der Park, den ich als erstes besucht habe als Kind und sehr oft besucht habe. Und die Attraktionen sind super, die Thematisierung, das Essen ist sehr gut im Phantasialand. Also ja, ich würde das Phantasialand auf jeden Fall empfehlen. Mal kurze Antwort. Wie geht man am besten vor, wenn es in Disneyland regnet? Ja, Regen ist immer doof. Egal in welchem Freizeitpark, Regen ist nie schön. Wir wünschen uns auch immer Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein. Aber das Wetter kann man natürlich nicht beeinflussen. Ja, wie geht man vor? Das Disneyland hat natürlich sehr, sehr viele Dark Rides, was sehr gut ist für Regen. Also das heißt, man kann viele Attraktionen fahren, auch wenn es draußen regnet. Oft sind die Warteschlangen halt im Regen, da muss man vielleicht einen Schirm oder einen Poncho haben, aber ja, viele Attraktionen sind drinnen, das heißt, das ist schon mal gut. Dann gibt es natürlich viele überdachte Wege, also es gibt natürlich die Main Street, wo ihr gerade aufs Schloss drauf lauft, aber links und rechts gibt es ja die Arkaden, Discovery Arcade und Liberty Arcade und man kann tatsächlich von der Liberty Arcade komplett überdacht bis zum Fantasyland oder Adventureland laufen, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube sogar bis zum Fantasyland. Kann man überdacht von der Liberty Arcade bis zum Fantasyland laufen, ohne nass zu werden. Ja, das geht. Ansonsten, ja, einen Regenschirm mitnehmen, Gummistiefel, ein Poncho und das Beste draus machen. Also ja, ich weiß, Regen ist immer doof. Wir mögen auch keinen Regen im Park. Ja, also man macht das Beste draus, ne? Ansonsten Indoor-Attraktion fahren. Wie sollte ich im Park anfangen, damit ich alles durch habe? Bin 3 Tage dort. Erst DLP und Walt Disney World. Also Walt Disney World in 3 Tagen ist schon, sportlich. Also Walt Disney World in 3 Tagen, da würde ich mich auf das Wichtigste fokussieren. Also was ihr wirklich machen wollt. Ich weiß auch nicht, welchen Park ihr dann macht. Also welche Parks in den 3 Tagen. Es gibt ja 4 Parks, welche euch dann aussucht. Und in den Park selbst. Also ihr schafft auf gar keinen Fall alles in dem jeweiligen Park. Vielleicht im Animal Kingdom, weil es ein bisschen kleiner ist. Ansonsten, wie gesagt, würde ich mir eine Liste machen. Immer, egal ob das in Paris oder Walt Disney World. Was ihr unbedingt machen möchtet. Ob Attraktionen oder Charaktere oder Shows. Macht euch eine Top-Down-List und schreibt auf, okay, das möchte ich unbedingt machen. Und das ist dann ganz unten halt das, was euch am wenigsten interessiert oder am wenigsten wichtig ist. Und so würde ich es halt abarbeiten und vielleicht auch mal auf die Map gucken. Also nicht, dass ihr dann in dem Park, wo ihr noch nie wart, so lauft, weil da eure Top-10-List ist, sondern dass ihr euch versucht, die Parkpläne gibt es ja in den Apps und so. Also schaut da mal rein und guckt, wo was ist und dass ihr euch eine Art vielleicht auch eine Route zeichnet, wo ihr langlauft und was ihr dann macht und was ihr vielleicht überspringt. Also das würde ich euch als Tipp geben. Generell Walt Disney World und Disneyland Paris. Und Disneyland Paris 3 Tage ist wirklich sehr, sehr gut. Also 3 Tage im Disneyland ist sehr manageable. Und ja, also fangt mit einem Park an und geht dann einem anderen Tag am nächsten. Und dann am letzten Tag würde ich sagen, macht das, was euch noch fehlt. Aber immer einen Plan machen. Vor allem für Walt Disney World, ganz wichtig, sonst seid ihr verloren. Wenn man ohne Verpflegung gebucht hat, wo kann man im DLP am besten frühstücken? Gar nicht. Also im Disneyland Park selbst ist Frühstück wirklich nicht gut.
Also ihr habt zwar das Character-Frühstück im Plaza Gardens, aber das ist teuer und nee. Vor dem Park kann man sehr gut frühstücken. Also einmal gibt es das Annette's Diner. Das American Frühstück ist wirklich sehr, sehr gut. Waren wir schon öfter. Macht aber auch erst, glaube ich, um 9 oder 9:30 auf. Das heißt, wenn ihr natürlich morgens den Park nutzen möchtet, also die extra Magic Hours oder die Stunden, wenn es noch nicht so voll ist, dann geht das Annette's leider nicht. Aber das Annette's kann ich auf jeden Fall empfehlen im Disney Village. Ansonsten gibt es auch im Disney Village ein Starbucks. Der hat auch vorher schon auf. Ich glaube, ab 8. Sie, halb 8, 8. Macht der Starbucks auf, da könnt ihr euch natürlich einen Kaffee holen und auch Baguettes und Paninis und was Herzhaftes oder was Süßes. Und ja, also eine Starbucks gibt's. Vor dem Disney Village, direkt am Bahnhof, gibt's das Prêt-à-Manger. Das ist so ähnlich wie Starbucks, gibt's auch Kaffee, belegte Brötchen, Sandwiches, Paninis, Croissants und. Ist natürlich nicht ganz günstig, aber das sind die Möglichkeiten, wo ihr euch was zum Frühstücken holen könnt. Und im Bahnhof gibt es auch Möglichkeiten. Also als ich damals irgendwann mit dem Bus mal ankam, habe ich mir auch im Bahnhof was geholt. Da gab es dann irgendwie ein Croissant und ein Espresso oder einen Kaffee für 2 Euro, 2,50. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall relativ günstig, ein Croissant und Kaffee. Im Bahnhof gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber im Park selbst gibt es kein gutes Frühstück. Wie und wo registriert man sich für die VIP-Plätze für Dreams und darf man jemanden mitnehmen? Also wo man sich registriert, das ist ein Link, packe ich euch gerne in die Infobox. Habe ich auch, es kommt auch nächste Woche ein Video zu Infinity-Jahreskarten, also wo die Plätze sind, wie man die bucht, ja, noch ganz viele andere Sachen. Also da kommt nächste Woche auch ein Video, wo ich euch auch dann die Plätze zeige, wie genau ihr da hinkommt und so weiter. Wie gesagt, den Link packe ich unten in die Infobox, wo man das bucht, die VIP-Plätze. Und nein, man darf keinen mitnehmen, der keine Infinity-Jahreskarte hat. Also nur ihr als Infinity-Jahreskartenhalter dürft diese Plätze nutzen und ihr müsst auf jeden Fall vorher reservieren. Wo sieht man am besten die Parade und Dream and Shine Brighter? Ja, auch eine vielgestellte Frage, kommt auch in Moni fragt tatsächlich, kommt auch nächste Woche, glaube ich, ja. Also für die Parade ist der beste Spot da, wo der Weihnachtsbaum eigentlich steht, da drunter. Da, wo der Pavillon ist, wo man direkt vorne aufs Schloss guckt. Also komplett die Main Street runter aufs Schloss, da kommt die Parade dann auf einen zu, also Disney Stars and Parade. Und da ist der beste Spot für die Parade. Aber das ist natürlich bekannt unter uns Influencern und YouTubern. Und der Platz ist natürlich sehr früh sehr begehrt und das heißt, ihr müsst euch dann sehr früh schon mal dahinstellen, mindestens 1 bis 1,5 Stunden vor der Parade, wenn ihr den besten Spot für die Parade wollt. Aber ansonsten, komplette Main Street ist auch ein schöner Platz, wenn ihr das Schloss im Hintergrund habt. Genau, das war jetzt für die Parade. Dream and Shine Brighter ist natürlich was anderes, da ist es natürlich unterschiedlich, was ihr sehen möchtet. Es gibt ja die Parade von Dream and Shine Brighter, wo sie die Main Street runterläuft. Das heißt, wenn ihr auf der Main Street steht, seht ihr die Parade an euch entlang fahren. Wenn ihr die Show sehen wollt, vor dem Schloss, auf den verschiedenen Bühnen, da ist es natürlich, es gibt auf dem, wenn ihr auf dem Platz steht, habt ihr eigentlich einen der besten Spots. Und dann könnt ihr euch aussuchen, auf welcher Bühne ihr dann steht oder vor welcher Bühne ihr dann steht. Weil die Charaktere wechseln. Also Minnie und Mickey sind auf jeder Bühne einmal drauf. Ich glaube, sie fangen hinten rechts an, dann gehen sie nach vorne, dann gehen sie wieder einmal rum und am Ende tun sie vorne links, wenn ihr jetzt aufs Schloss guckt, vorne links. Genau, aber wie gesagt, die Charaktere wechseln. Nicht jeder Charakter ist natürlich auf jeder Bühne einmal drauf, aber ja, wie gesagt, deswegen den perfekten Platz für Dream and Shine Brighter gibt es leider nicht, denn ihr müsst tatsächlich die Show öfter gucken, wenn ihr alle Charaktere mal gesehen haben wollt. Auch immer auf der Main Street stehen um die Parade. Einmal einen Blick aufs Schloss, damit ihr natürlich das trockene Feuerwerk, ich weiß nicht, wie das heißt, rauskommen seht. Also Dream and Shine Brighter gibt es nicht den besten Platz. Einfach, wenn ihr auf dem Platz seid und euch eine der Bühnen aussucht und davor stehen bleibt, dann seid ihr schon gut. Ja, also es gibt nicht den perfekten Platz. Ist demnächst nochmal eine große Reise geplant oder ist die neue Arbeit jetzt Priorität? Ich habe doch keine neue Reise gebucht. Also ich hatte mir tatsächlich mal überlegt, jetzt kann ich es einmal sagen, im August, war das August? Ende Juli, Anfang August nach LA zu fliegen.
als ich noch die andere Arbeit hatte, weil wir haben hier auch einen Feiertag am 1. August und in meiner alten Stelle gab es dann Betriebsferien normalerweise. Das heißt, ich hätte eh frei gehabt die Woche und dann habe ich mir überlegt, nach L.A. zu fliegen. Natürlich ins Disneyland Anaheim, weil 100. Geburtstag und so weiter und so fort. Und ja, das ist jetzt aber hinfällig. Also ich hatte mir überlegt, okay, wenn ich noch nichts Neues finde, ob ich dann vielleicht doch fliege, aber dann ist das natürlich das Geld eine andere Sache. Und ist ja auch nicht ganz günstig, nach L.A. zu fliegen, ne? Machen wir uns da nichts vor. Ja, deswegen, ja, ist L.A. erstmal verschoben. Und aktuell ist nichts Neues gebucht. Das heißt, ja, die Arbeit hat aktuell Priorität, vor allem die Probezeit. Da möchte ich, also mir wurde jetzt nicht gesagt, ich darf nicht in der Probezeit Urlaub nehmen, aber ich möchte es einfach nicht. Also die Probezeit warte ich jetzt ab. Außer nächste Woche Freitag, da habe ich den Brückentag habe ich frei, aber das war vorher schon geplant. Und deswegen, ja, mit Prina. Ja, aber wie gesagt, Arbeit hat aktuell Priorität und dann gucke ich mal. Also mein Freund hat auch ein paar Sachen im Kopf, wo wir vielleicht hinfahren könnten, aber da ist auch noch nichts gebucht. Ich habe mal auf Disney Cruise geguckt, weil die jetzt ja noch ein paar Mal hier in Europa unterwegs sind und 25. Disney Cruise Jubiläum irgendwie feiern und das auch noch dieses Jahr, nur dieses Jahr ist. Also das finde ich auch ganz interessant, aber es ist einfach so teuer. Also Disney Cruise wirklich für eine Woche 2000 Euro pro Person, wenn man zu zweit nur in der Kabine ist, für nur allein die Reise, dann muss man ja noch dahin kommen und Taschengeld mitnehmen. Boah, also würde ich gerne machen, aber müsste ich halt mit meiner Mama machen. Ich weiß nicht, ob meine Mama da jetzt noch so viel Lust dazu hat. Dann gibt es noch eine andere Reise, die ich gerne nächstes Jahr mit meiner Mama machen würde, im März mit AIDA. Aber wie gesagt, wir haben noch nichts gebucht. Wir haben so viel im Kopf. Aber wie gesagt, noch nichts gebucht. Dann Tokyo Disney hat ja auch jetzt 40. Geburtstag. Das würde mich natürlich auch interessieren. Also ich habe sehr, sehr viele Pläne, was mich interessieren würde. Aber noch nichts gebucht. Aber jetzt habe ich euch mal gesagt, so, ja. L.A. hätte ich gerne gemacht, Ende Juli, Anfang August. Aber es ist jetzt erstmal hinfällig. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Vielleicht dieses Jahr noch, aber keine Ahnung. Ich muss gucken, wie es mit der Arbeit weitergeht, wie die Preise sich natürlich verändern. Und ich möchte auch irgendwie jetzt nicht nach Anaheim während Halloween oder Christmas, weil ich möchte den Park sehen, wie er ist. Und da habe ich jetzt nicht so viel Zeit, weil wir wissen, in Amerika fängt Halloween schon sehr, sehr früh an. Ich glaube schon Mitte August. Und ja, deswegen möchte den Park in seiner Ursprungsform sehen und nicht irgendwie an Halloween oder Christmas dekoriert. Deswegen fällt es eigentlich dann schon flach, aber keine Ahnung. Mal gucken. Warst du denn schon mal im Legoland Deutschland? Nein, tatsächlich nicht. Das ist nächstes Wochenende Premiere. Da bin ich mit Prina ja im Legoland an dem Samstag über Christi Himmelfahrt. Und da freue ich mich sehr drauf. Bin sehr gespannt. Ich bin ja auch schon Lego-Fan und freue mich auf den Park. Und ich kann euch mal verraten, wir sind dann im September nochmal da mit Prina. Wie oft warst du schon in Disney Parks? Also in Orlando war ich jetzt zweimal, also zweimal im Urlaub. Das heißt jeweils einmal 10 Tage, einmal 2 Wochen. In Orlando war ich jetzt zweimal letztes Jahr und in Disneyland Paris weiß ich nicht. Ich zähle nicht mit. Meine Jahreskarte habe ich im September 2018 gekauft. Also meine erste Jahreskarte war im September 2018 und eigentlich dann monatlich. Manchmal zweimal im Monat. Wir wissen, Corona war der Park geschlossen. Das heißt natürlich, war ich da nicht im Disneyland. Aber seit September 2018 eigentlich, kann man sagen, im Durchschnitt einmal im Monat. Ja, ich weiß nicht, wie viel, was waren denn 12? Dann sind wir 2019, 2020, 2021, 2022. Also sagen wir 4 Jahre mal 12, ja, 48, ja. Über 50 Mal war ich jetzt schon im Disneyland Paris, würde ich jetzt mal sagen. So grob geschätzt. Ansonsten war ich noch in keinen anderen Parks. Ich sehe schon, das Q&A wird wieder lang. Kann man eigentlich Elsa irgendwo treffen? Nein. Also nicht Meet and Greet, man kann sie sehen. Und zwar während der Parade, Disney Stars and Parade und bei dem Sing-Along bei der Show in den Walt Disney Studios. Was machst du beruflich? Ja, ich bin jetzt seit Mai Business Analytics Specialist, ist ein bisschen ein Zungenbrecher, also Business Analytics Specialist
bei einem Unternehmen, was am Züricher Flughafen sitzt. Was ist deine Lieblingsattraktion im Disneyland? Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Meine Top 5 Attraktionen im Disneyland Paris kann ich euch gerne mal verlinken. Aber kurz gesagt, meine Lieblingsattraktion ist Tower of Terror. Wo sieht man bei Disney Stars and Parade am besten mit Kindern? Mit Kindern. Also auf der Main Street ist eigentlich immer ganz schön mit Kindern. Also ja, also erstmal in der ersten Reihe natürlich mit Kindern ganz vorne zu stehen. Aber ansonsten ist eigentlich jeder Platz schön. Also vor allem für Kinder, wenn die die Charaktere sehen können, denen zuwinken und die dann darauf reagieren. Also ja, es gibt jetzt nicht den besten Platz mit Kindern. Den eben, wenn ich den nicht genannt habe, das ist halt der beste Platz, wenn man so Fotos oder Videos machen will. Ja. Guten Platz für Avengers Power of the Night im Herbst wollen uns passend bereitstellen. Ja, also Avengers Power of the Night ist ja die Drohnenshow in den Walt Disney Studios. Und je weiter hinten, desto besser. Und ihr müsst dann den Tower of Terror sehen, so ein bisschen weiter rechts. Und links kommen ja dann die Drohnen. Das heißt, ihr müsst den linken Himmel sehen. Also links vom Tower of Terror, den Himmel, müsst ihr gut sehen können, weil da kommen dann die Projektionen drauf. Die Drohnen kommen da dahin. Das heißt, wenn ihr so, da gibt es ja dieses Theater, wie heißt es denn jetzt? Dream Factory, die Show. So ein bisschen weiter noch nach rechts. So zwischen der Dream Factory und dem anderen Theater. Da ist ja noch das andere Theater, was ja gerade umgebaut wird für die neue Show, Pixar Show Together. Wenn ihr dazwischen so weiter hinten steht und wie gesagt den Tower of Terror so ein bisschen weiter rechts habt und den Himmel links seht, dann steht ihr ganz gut. Nicht zu weit vorne, weil dann kriegt ihr auch nicht so guten Blick auf beides, auf die Projektion und auf die Drohnen. Wo kann man im Village überall parken? Also überall habt ihr nicht parken im Village. Es gibt ein Parkhaus im Village. Und da könnt ihr auch ganz gut parken. Das machen wir ja ganz oft, weil der Weg da nicht so weit ist zum Village. Kostet aber, also es ist nicht irgendwie inkludiert in eurer Jahreskarte oder sonst was. Da müsst ihr extra bezahlen. Das ist ein ganz normales Parkhaus. Wenn ihr Disney Village eingibt, dann kommt ihr automatisch, werdet ihr zu dem Parkhaus geführt. Und ja, da kann man parken in dem Parkhaus. Gott, das sind noch ein paar Fragen. Schon wieder lang, ich habe Hunger. Gibt es die Sammelkarten im Disneyland immer oder zu bestimmten Zeiten? Diese Sammelkarten, ich habe jetzt keine hier, also die es zu Small World gab und zu Guardians, also die gibt es nur zu speziellen Events, auch zu Halloween gab es ja diese, ich glaube sowas Halloween haben sie so die eingeführt, so diese Sammelkarten oder was, Weihnachten, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es so jetzt wie Pokémon-Karten, irgendwie will jeder diese Karten haben und sie tauschen untereinander und so. Ist irgendwie sehr groß, dieser Hype für diese Sammelkarten. Die werden halt gratis ausgegeben, aber nur solange der Vorrat reicht. Meistens von Castmembern. Wenn man Glück hat, man kann sie auch anquatschen und fragen, ob sie eine Sammelkarte dabei haben. Vielleicht auch alte, da weiß ich jetzt nicht. Aber ja, die Sammelkarten gibt es nur zu bestimmten Events, wie jetzt noch hier zur Eröffnung des Small Worlds oder jetzt zu Guardians of the Galaxy 3 Premiere oder zu gewissen Seasons oder zum Polkadot Day gab es, glaube ich, auch eine Karte von Minnie. Ja, also nur zu bestimmten Zeiten. Lieblingsbahn im Europapark. Habe ich eine Lieblingsbahn im Europapark? Also, ich finde Snorri ganz süß. Silverstar macht immer ganz schön viel Spaß. Ja, ich würde sagen Snorri und Silverstar. Jetzt so auf Anhieb aus dem Stegreif. Lohnt sich die Disney-Ausstellung in München zum mal hingehen? Also ich würde sagen definitiv ja. Für Disney-Fans ist die Disney-Ausstellung in München auf jeden Fall sehenswert. Ihr wartet jetzt nicht viel Action oder so. Es ist halt wie so eine Art Museum. Ihr müsst halt viel lesen und ihr könnt ein bisschen interaktiv was machen. Aber ich finde schon, lohnt sich auf jeden Fall, die Geschichte von Disney dort zu sehen und halt auch diese Originalausstellungsstücke. Was nimmst du immer mit ins Disneyland? Dein Lifesaver. Also, was ich immer mitnehme, ist, was mir jetzt so spontan einfällt, ist Blasenpflaster. Nicht nur für mich, damit helfe ich auch mit Brina oder Nina aus. Dann meine Philips-Filterflasche, die ich gerade nicht griffbereit habe, um euch sie zu zeigen. Aber ich kann sie auch gerne unten in der Infobox verlinken. Ich verlinke sie immer auf Instagram und in den ganzen Infoboxen. Und irgendwie gibt es immer noch Menschen, die sie noch nicht kennen. Ich
gefühlt habe auch schon jemand geschrieben, sollte gesponsert werden von Philips. Also meine Philips Filterflasche nehme ich auch auf jeden Fall immer mit und zapfe mir da das Wasser. Das filtert komplett den Chlor raus, also man schmeckt gar nichts mehr vom Chlor. Und mein Sitzkissen, mein aufblasbares Camping-Sitzkissen, gibt es auch bei Amazon, verlinke ich euch auch. Und ich habe schon so viele im Park gesehen, die auch in dieses Sitzkissen haben. Das finde ich immer sehr, sehr witzig. Ja, wenn man irgendwo wartet für Charaktere oder so, es ist halt ungünstig, wenn man sich die ganze Zeit zum Beispiel in einer anderen Attraktion wartet man, dann bewegt man sich vor und dann wartet man wieder. Es ist ganz gut, wenn man an einer Stelle sitzt, zum Beispiel auf eine Parade wartet oder auf einen Charakter, der aber erst ganz viel später kommt. Dann sind die Sitzkissen super. Ja. Ansonsten... Ja, was habe ich noch immer dabei? Mein Lifesaver. Das war es, glaube ich, so, was ich immer dabei habe. Ja. Die nächste Frage. Was war dein liebstes Disney World Essen? Snack oder Restaurant? Also mein liebster Snack im Disney World waren tatsächlich die Frühlingsrollen. Die waren so lecker. Die Cheeseburger Frühlingsrollen im Magic Kingdom. Direkt am Eingang, ich glaube, zum Adventureland war es. Die sind so unglaublich lecker. Jetzt, wenn ich so auf Anhieb sagen müsste... waren es die Cheeseburger Frühlingsrollen, Spring Rolls, so. Aber auch die Churros waren sehr gut. Wo kann man die Mickey- und Mini-Ballons zum 30. kaufen? Oh, fast überall, also an fast jedem Laden findet ihr diese Ballons. Wenn ihr in den Park reinkommt, links im Storybook Store bekommt ihr die Ballons, rechts bei Ribbons bekommt ihr Ballons. In den Walt Disney Studios bekommt ihr, also eigentlich, wo ihr seht ihr eigentlich überall hängen, die Ballons an so auch so kleinen Wagen direkt am Anfang der Main Street. Ja, also vor allem am Anfang des Parks bekommt ihr diese Ballons auf jeden Fall zuhauf. Welche Kreuzfahrten hast du schon gemacht? Routen, Schiffe, Zeitpunkt. Uiuiui, ob ich das jetzt alles aufzählen kann. Also angefangen, meine erste Kreuzfahrt war mit AIDA. Zum Beispiel kurz nachrechnen, das war vor der Beziehung mit meinem jetzigen Freund, damals mit meinem Ex-Freund. Ich glaube, es waren so 8 Jahre her. Es müssten 8 Jahre jetzt aktuell, vor 8 Jahren, glaube ich, gewesen sein. Mit AIDA. Und das war dann die Route von Dubai über Indien zurück nach, also Emirate und Indien. Da waren wir dann in Mumbai und so weiter und auch Abu Dhabi und Muscat und so weiter. Ja, das war meine erste Kreuzfahrt, damals 2 Wochen. Dann war ich mit meiner Mama in der Karibik. Ich glaube, ein Jahr später, auch mit AIDA. Das müsste dann, was waren wir dann vor 8 Jahren gehabt? 2015. Ja, kann gut sein. Ja, 2015, sagen wir mal 2015 April, hoffe ich jetzt mal, dass es stimmt. Genau, da war die erste, dann war ich, glaube ich, ein Jahr später, auch um den März rum mit meiner Mama, also 2016, dann in der Karibik. Ich glaube, dass davor war ich, ja, doch, davor war ich noch, das weiß ich nicht ganz genau, da war ich frisch mit meinem Freund zusammengekommen, waren wir noch auf den Kanaren über Weihnachten mit Papa und Mama, auch AIDA, also alles AIDA. Ich habe nur AIDA oder Disney Cruise. Genau, da waren wir eine Woche über Weihnachten auf den Kanaren und dann, glaube ich, waren wir im März oder so in der Karibik mit den ABC-Inseln und wir sind nach Barbados geflogen und Dominikanische Republik. Das war dann auch 2 Wochen. Dann wird es schon wieder schwierig. Ich glaube, war es noch im selben Jahr oder das Jahr da drauf? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall immer noch, ich glaube, das Jahr da drauf waren wir dann in Asien unterwegs, 2 Wochen mit AIDA. Dann, das war von Bangkok nach Bangkok. Da waren wir dann in Singapur, in Kuala Lumpur, Thailand verschiedene, also zum Beispiel auch Koh Samui und sowas. Die haben wir gemacht, das war auch 2 Wochen. Dann... war es auch schon wieder ein Jahr später, ich weiß es nicht mehr genau. Also wir haben eigentlich jedes Jahr mindestens eine AIDA-Kreuzfahrt gemacht, bis kalt Corona kam. Genau, es kann schon sein, dass es dann wieder ein Jahr später war, weil 2016 dann Karibik, 2017 könnte Asien oder 2018 könnte Asien gewesen sein. Nee, genau, 17, nee, jetzt weiß ich wieder. Also 17 war Asien. Dann 2018 war dann Mauritius, Madagaskar und sowas. Genau, jetzt weiß ich nämlich wieder. Oder? Nee,
Ich glaube, ein Jahr später. Ich weiß nicht genau, weil an Corona, also als Corona gestartet hat, wollten wir auch eine Kreuzfahrt machen, aber die ist dann weggefallen. Und das Jahr vorher, also 2019, war ich auf jeden Fall dann Mauritius, Seychellen, Madagaskar. Die hat dann in Mauritius gestartet. Die war auch richtig schön, die Route. Die haben wir mit AIDA gemacht. Genau, ein Jahr später wollten wir dann die Reise machen, die wir eventuell nächstes Jahr machen. Da hätte ich dann zwei Disney-Parks besucht in Asien. Aber die ist ja dann weggefallen. Wie gesagt, wir wollen die vielleicht nächstes Jahr dann machen. Genau, also das waren so die langen Kreuzfahrten. Dann habe ich noch eine Mittelmeerkreuzfahrt gemacht. Das war, glaube ich, irgendwann im Spätsommer mit der AIDA von Palma de Mallorca nach Rom, Barcelona und so weiter. Also die Mittelmeerroute. Ich glaube, in Perla war das damals. Dann war ich auf der AIDA Mira. Da sind wir aber nirgendwo hingefahren, weil das war tatsächlich die Jungfernfahrt und weil das Schiff noch so eine große Baustelle war, durfte das Schiff nicht aus dem Hafen fahren. Und ja, deswegen sind wir da stecken geblieben auf Palma. Das heißt, wir waren eine Woche nur auf Palma auf dem Schiff. Wir haben auch das komplette Geld zurückbekommen für die Uhren für den Urlaub. Ja, also das waren so, glaube ich, die AIDA-Kreuzfahrten. Ich glaube, ich habe keine vergessen. Nee, ich glaube, das war's. Und auf der Disney Cruise war ich jetzt bisher einmal im September 2019 in Norwegen. Da sind wir von England losgefahren, mit Dänemark und Kopenhagen und Norwegen und so weiter. Und das zweite Mal auf der Disney Cruise dann jetzt letztes Jahr im Januar, also Januar 2022, ab Port Canaveral, also in Orlando, also bei Orlando, für 3 Tage. Waren, glaube ich, 3 Tage mit Bahamas und Castaway Key. Genau, das waren meine einzigen 2 Disney-Kreuzfahrten. Ja, also ich bin schon ein bisschen rumgekommen, was Kreuzfahrten angeht. Ja, oh Gott, ich sehe schon, das Video wird 1 Stunde lang. Wann kommst du mich mal im Laden besuchen? Ja, Kiki, ich weiß. Kiki arbeitet bei Sprüngli am Züricher Hauptbahnhof. Und ich habe gesagt, ich komme nicht immer mal wieder besuchen. Einmal, ich war schon öfter mal gucken, ob du da warst, aber dann warst du nicht da. ja, muss ich auf jeden Fall nochmal wiederholen. Irgendwann, aber das Problem ist, am Wochenende bin ich nie da, die nächsten Wochenenden. Und unter der Woche, ja, müsste ich mal irgendwann zum Züricher Hauptbahnhof fahren. Du musst mir mal schreiben, wann du arbeitest, dann komme ich einfach mal vorbei. Hey, bekommt im Disney in Paris nur mit Jahreskarte VIP-Plätze bei der Parade? Ja, und nur mit der Infinity-Jahreskarte bekommt ihr VIP-Plätze bei der Parade. Hast du mal überlegt, im Disneyland Paris zu arbeiten? Ja, schon. Aber ohne Französischkenntnisse, die ich nicht habe, kann man da, glaube ich, sehr schlecht anfangen zu arbeiten. Und ich bin jetzt auch nicht so ambitioniert, die Sprache zu lernen. Und ja, dann müsste ich halt komplett wegziehen von meinem Freund und auch von Familie und so weiter. Ja, also überlegt schon, aber nee, das wird jetzt nichts mehr. Wie können die Leute in den Disney-Figuren stecken atmen? Es ist perfekt getarnt. Boah, gute Frage. Ich habe noch nie in so einem Kostüm gesteckt. Ich weiß, man sieht die Augen nicht und man sieht... Ne, es ist ja auch keine Person drin, es ist ja auch die Charakter. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die atmen. Ich habe mal gehört, dass sie durch den Mund sehen. Also wenn jetzt Mickey oder so da ist, dann dass die Augen durch den Mund sind. Aber... mehr weiß ich auch nicht. Das ist aber auch nur, was ich mal gehört habe. Deine liebsten Spirit-Jerseys. Ja, das ist, kann ich jetzt auch nicht so spontan beantworten. Weil ich habe schon sehr, sehr viele Spirit-Jerseys. Und ich weiß, ich schulde euch noch ein neues Spirit-Jersey-Video, wo ich euch meine ganzen Spirit-Jerseys zeige. Aber aktuell sind sie halt alle in Koffern, meine ganzen Spirit-Jerseys. Deswegen ja, kommt das, wenn ich umgezogen bin irgendwann, gibt es ein neues Ohren- und Spirit-Jersey-Video. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher mein liebster Spirit-Jersey ist. Ich habe sehr, sehr viele Lieblings-Spirit-Jerseys. Oh, wir neigen uns langsam dem Ende. Worauf bist du am meisten stolz in deinem bisherigen Leben? Ich bin sehr stolz, dass ich ein Jahr als Au-pair gearbeitet habe. Also, dass ich mich getraut habe, ins Ausland zu gehen, als mit jungen 19 Jahren in ein komplett neues Land mit Menschen, die ich nicht kenne, und da ein Jahr gelebt habe. Also darauf bin ich schon mal sehr stolz. Dann bin ich sehr stolz, dass ich so selbstbewusst geworden bin. Denn früher war ich nicht so. Meine Mama sagt immer, boah, als Teenie warst du wirklich sehr, sehr
war ich zurückgezogen und auch muffig. Also ich war nicht so offen und offenherzig. Kann auch natürlich an der Pubertät gelegen haben. Aber tatsächlich ein Job, der mich dazu gebracht hat, so zu werden, wie ich bin, der mir sehr geholfen hat, ist mein Kellnerjob gewesen. Während des Bachelorstudiums habe ich gekellnert auf Hochzeiten und anderen Events, Geburtstagen. Und da muss man ja zwangsweise mit Leuten reden und auch freundlich sein und auf Leute zugehen. Und das muss ich sagen, der Job hat mich persönlich sehr, sehr weitergebracht. Also da bin ich auch sehr stolz, natürlich, dass ich 2 Studiengänge abgeschlossen habe, bin ich sehr stolz drauf, dass ich das jetzt hier, dass ich das hier machen darf und auch zu so vielen Events mittlerweile eingeladen werden darf, dass ihr mir das ermöglicht habt. Da bin ich auch sehr stolz drauf, denn ja, ohne euch und euren Support wäre das gar nicht möglich. Also da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich es so weit gebracht habe bisher auf Social Media. Hast du mal gezählt, wie oft du im Jahr im Disneyland Paris fährst? 12 Mal. Also mindestens 12 Mal im Jahr, mindestens einmal im Monat, aber wie gesagt, mindestens. Im Mai zum Beispiel ist es auch schon 2 Mal. Fährt dein Freund auch mal mit? Nein. Er war einmal mit an Silvester, ich glaube von 2018 auf 19, und das reicht erstmal für ihn traumatisch und so. Er ist gar kein Freizeitpark-Fan, vor allem kein Disney-Fan. Ja, wir ergänzen uns trotzdem und leben zusammen. Also nein, mein Freund kommt gar nicht mit. Aber dafür habe ich ja zum Beispiel Daniel, meinen Ersatzfreund. Wenn du jetzt so nah arbeitest, bleibst du dann mit deinem Freund zusammenwohnen? Ja, das ist noch nicht so ganz entschieden, denn die Wohnungssituation hier in der Schweiz ist sehr, sehr schwer. Also ich wohne aktuell ja in seiner Wohnung und die ist definitiv zu klein für uns beide. Vor allem, wenn ich meinen ganzen Kram noch mitbringen würde von Deutschland. Also passt es hier nicht rein. Wir haben entweder die Option, wie gesagt, zusammen zu bleiben und zu ziehen. Oder halt, dass ich mir eine eigene Wohnung suche, wo mein ganzer Kram natürlich auch runterkommt. Also es wird entweder oder. Also wir bleiben tatsächlich entweder zusammen wohnen, wenn wir was Geeignetes finden, oder ich ziehe in eine eigene Wohnung, was halt zuerst kommt und was wir zuerst bekommen. Weil das ist ja auch noch so eine Sache hier in der Schweiz. Man kann sich natürlich bewerben auf eine Wohnung, aber es gibt hier sehr, sehr viele Interessenten, und ob man die dann bekommt im Endeffekt, ist auch eine andere Frage. Also es hängt viel von dem Wohnungsmarkt hier ab, der sehr eng ist. Also es gibt nicht viele Wohnungen, vor allem hier im Umkreis, am Flughafen oder wo wir hier wohnen. Und ja, das ist halt, der Wohnungsmarkt gibt nicht viel her, ist natürlich teuer, und wenn wir zusammenziehen, haben wir gewisse Mindestansprüche. Wir haben ja schon mal zusammen gewohnt in Deutschland, und die Größe und die Zimmeranzahl hätten wir auch gern hier wieder. Weil er braucht viel Platz, ich brauche viel Platz, und ja, ist halt, wie es ist. Welche Reise- oder Freizeitparkziele hast du für dieses Jahr schon? Ja, Reiseziele habe ich ja gesagt, aktuell gar keine dieses Jahr. Freizeitpark, wisst ihr, nächste Woche sind Brina und ich im Bayernpark. Therme Erding, Legoland und Schwabenpark, das ist geplant. Dann sind wir Ende Mai noch in einem Freizeitpark in der Nähe von Paris, welchen ich auch noch nicht besucht habe. Genau, das ist geplant. Ansonsten im Juni Rolantica mindestens einmal mit Prina. Ich müsste auf meinen Kalender gucken. Ansonsten im Juli ist auch nochmal ein Event, worüber ich jetzt noch aktuell nicht rede. Dann im September nochmal Legoland. Ich würde gerne mal hier das Connyland besuchen, aber das ist aktuell nicht geplant. Ich glaube, das war es so von den Planungen her. Natürlich Disneyland Paris, ganz jeden Monat mindestens. Ja, das sind so die Ziele, die ich bisher habe. Mit wie vielen Charakteren hast du bisher Fotos gemacht? Boah, die habe ich auch schon nicht gezählt. Es gab mal auf Instagram habe ich mal eine gesehen, die das gezählt hat, und dann kam sie irgendwann auf 100 oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also alle möglichen Charaktere, die man in Disneyland in Paris treffen konnte, habe ich bestimmt getroffen. Es sind bestimmt schon, ich würde sagen, 30 bis 50. Aber ich habe sie nie gezählt. Keine Ahnung. Müssen wir meine Fotos durchgehen. Weiß ich nicht. War es nie eine Option, im Disneyland zu arbeiten? Das habe ich schon beantwortet. Ab wann kann man die Freundestickets holen, und sind sie auch in der Magic Hour gültig? Also die Freundestickets sind aktuell bis Mitte Juli buchbar, kam jetzt vor ein paar Tagen.
auch über den Link, den ich unten in die Infobox packe für die VIP-Plätze. Da könnt ihr auch die Freundestickets buchen. Also aktuell sind die Slots bis Mitte Juli offen. Wann immer die weiteren Slots kommen, fragen wir auch mal ganz viele, wann kommen die nächsten? Das weiß ich nicht. Das kommt immer spontan. Da gucke ich auch mal auf Twitter oder so, da wird das auch mal bekannt gegeben. Genau, also aktuell bis Mitte Juli. Und ja, ihr könnt auch die Extra Magic Hours mit den Leuten nutzen, die das Freundesticket kaufen. Also ja, die sind auch für die Extra Magic Hours gültig. Und die letzte Frage. Wie viele Ohren besitzt du? Ich habe keine Ahnung. Ich habe, ich würde mal schätzen, wie gesagt, das Video kommt dann, wenn ich umgezogen bin, irgendwann mal. Da gibt es ein Update-Video, weil ich verkaufe natürlich Ohren und kaufe neue und so. Ich würde mal schätzen, es sind schon an die 100 Paar Ohren. So roundabout. Schätzungsweise. Ja. Also ich würde sagen, so um die 100. Plus, minus 10 vielleicht. Plus, minus 20. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es einige Ohren, die ich besitze. Und letztes Wochenende ist ein neues Paar dazugekommen. Ja, das war's. Also wie gesagt, ein sehr, sehr langes Q&A. Ich hoffe, ihr habt es zum Ende durchgehalten. Aber es ist auch lange her, dass ich eins gemacht habe. Deswegen wollte ich jetzt auch keine Frage auslassen. Und es waren ja auch nicht irgendwie so typische Fragen dabei. Es waren natürlich sehr interessante Fragen dabei, wie ich fand. Und ich wollte jede beantworten. Genau, das bin ich euch auch einfach schuldig. Ja, ich habe ja schon gesagt, was so geplant ist. Nächstes Wochenende mit Prina in Süddeutschland unterwegs. Dann darauf das Wochenende an Pfingstwochen. Das ist schon das Pfingstwochenende, sind wir wieder in Paris. Da habe ich ja auch schon angeteasert, was wir so geplant haben mit als Crew. Danach das Wochenende habe ich keine Ahnung. Ah doch, doch, danach das Wochenende sind wir im Phantasialand. Am 3. Juni ist das, glaube ich. Genau, da haben wir die Tickets damals auch schon zu vergünstigsten Tickets gekauft. Das heißt, ich bin da wieder in Deutschland. Da kommt auch meine beste Freundin wieder mit. Sehr, sehr cool. Und danach, keine Ahnung. Ich glaube, danach ist schon wieder Disneyland. Ich weiß es nicht mehr. Nee, dann Rolantica und dann Disneyland. Also, wie gesagt, ich bin bis jetzt jedes Wochenende bis Ende Juli verplant. Ja, bis Ende Juli. Mit entweder Deutschland fahren, auch wenn ich immer nur mal nach Hause fahre, um meine Klamotten zu tauschen oder meine Eltern zu sehen. Das habe ich auch bisher in den Wochenenden verplant. Das nächste freie Wochenende, was ich mit meinem Freund verbringen könnte, ist Ende Juli. Ansonsten passiert jedes Wochenende irgendwas. Freizeitpark, nach Hause fahren nach Deutschland, irgendwas. Ja, also Wochenenden sind bei mir nicht zur Entspannung da. Nein, das definitiv nicht. Ja, ich hoffe, dieses Q&A hat euch gefallen und ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.